So, ja, mein Rechner hat sich mal wieder selbstständig in Standby gefahren. Ich habe inzwischen eine Ahnung, woran das liegt. Ich glaube, das liegt an meiner USV, die einfach meldet, ja, Batterie leer, was nicht der Fall ist. Und der Rechner dann einfach meint, oh, dann gehe ich jetzt einfach mal ganz schnell in Standby. Das ist ätzend. Nein, das liegt an mir. Sorry dafür. Aber kein Rechner ohne Probleme. So, genau. Ich war hier eigentlich dabei, die Quest abzugeben. Leiner macht keine Probleme. Wow. Einer der ganz wenigen. Ja, wahrscheinlich spiele ich einfach auch zu viel immer wieder dran rum. Und ich werde mir jetzt dann, wenn ich zu Ende gestreamt habe, heute wahrscheinlich einfach die USV vom PC abklemmen, damit der PC nicht mehr weiß, dass eine da ist. Und ja, damit dürfte sich das Problem dann erledigt haben. Ja, dagegen kann man was tun. Es gibt immer bessere Hardware, die man kaufen kann. Wenn man denn bereit ist, das Geld dafür auf den Tisch zu legen. Ja, dafür bekommt man schon auch eine nette Sache. Ja. Wenn man selber zusammenbaut, spart man auch einiges an Geld für gewöhnlich. Mache ich auch meistens. Ja, ich hoffe, dass die Kleidungen mit höherem Level immer besser aussehen. Ja. Weil bisher, also das, was die hier zum Beispiel hat, das ist einfach nur hässlich. Ja, einfach einen Sack drüber gestülpt. Sapperlot. Ach, traurig, dass das so lange bleibt. Aber ja, irgendeinen Anreiz muss es ja geben.
So. Viel Text. Es wird nicht schöner. Ja, das habe ich gelesen, dass man dann auch fliegen und tauchen kann in den anderen Gebieten, wenn man ein entsprechendes Level hat. Das wird lustig. Da freue ich mich auch schon drauf. Ja. Und Farben machen das Ding halt einfach nicht schöner. Ja, Odin gehört zu Licht, glaube ich. Wenn ich mich richtig entsinne. Ja, ich spiele auch auf Omega, das gehört ja zum Chaos. Wo mir auch schon gesagt wurde, dass ich also als Deutscher da ja eigentlich völlig falsch bin. So, schauen wir mal, was haben wir denn hier für Quests offen? Da ist Level 7er Quest. Ist da oben. Ja, da gehen wir doch einfach mal hin. Oh, da sind Mobs. Nee, Final Fantasy habe ich vorher gar nichts gespielt. Die Reihe ist an mir vorbeigegangen. Was wohl auch daran liegt, dass ich PC-Spieler schon immer war und früher die meisten Teile ja nur auf Konsole gab. Und ich dadurch auch mich nicht weiter darum gekümmert hatte. Und die Teile, die es auf dem PC gab, die sind dann meistens irgendwie an mir vorbeigegangen. Ich weiß nicht wie, aber ja. Aber eigentlich mag ich das Setting. Okay. Ja, sowas geht an mir dann halt komplett vorbei. Diese Insider, die sie da eingebaut haben, teilweise, die erkenne ich alle nicht.
Okay. Leute, was soll denn das? Ich wollte an dem Fate so nicht weiter teilnehmen. Sollte das werden? Okay, sobald man hier ein bisschen näher steht. Edit wohl alles, was nicht bei 3 auf dem Baum ist. Oh, ja. Ja, oh, Mist, ja. Ja. Irgendwie an die Anzeige da unten. Ich sehe das immer nicht. Ich glaube, die muss ich woanders platzieren. Weil das ist so, ja. Das ist nicht das erste Mal, dass mir das zu spät auffällt, dass da mir das Leben entgeht. Okay. Fehlgeschlagen, trotzdem eine Stufe gestiegen. Auch nicht schlecht. So, wollte zu dem Stufe 7 Quest. Ja, weil ich es einfach nicht gesehen habe. Das ist so unscheinbar da unten, dass, ja, ich sollte mal schauen, kann ich im Layout das vielleicht vernünftiger? Ja, da kann ich es woanders hinziehen. Vielleicht soll ich das mal hier oben hin machen. Vielleicht sehe ich es dann. Okay, da ist es mir noch gar nicht aufgefallen, muss ich gestehen. Wahrscheinlich, weil ich selten auf meinen Char schaue.
Ja, muss ich mich wahrscheinlich einfach ein bisschen auch dran gewöhnen. Ja, also man sieht es hier wirklich, ja. Ja, als Hermetiker musste ich da einfach auch so gut wie gar nicht drauf achten, weil Tankpad raus und gut ist, ja, sowieso nie Schaden bekommen. Und ja, hier muss ich jetzt wieder mehr drauf achten. Ja, so gesehen, der Charm muss ja auch nichts aushalten, großartig. Kann sich ja heilen, aber wenn man nicht drauf achtet, ist das natürlich blöd. Wobei ich jetzt gar nicht finde, dass er mal so wenig aushält. Da habe ich schon Klassen gespielt, die deutlich fragiler waren. In anderen Spielen. Also von daher, das geht schon. Man muss sich halt ein bisschen umgewöhnen. Ja, ich hoffe, dass da mal was anderes kommt, weil, ja. Wind und Steinwurf. Ja, ich nehme an, mit 10 oder so geht's da wieder vorwärts. Uiuiui. Ein richtig schickes Outfit. Einmal komplett gelb, bitte. Ja, stimmt, man kann nachschauen. Mit 10 kommt das da. Ja, das ist ein Heilskill. Wiederbeleben. Was? Ach so, ja. Und okay, Wasserstrahl ist zum Weg. Steinra kommt dann mit 18. Und das in Pink. Oh, Schande. bitte nicht. Ich habe, glaube ich, noch Färbeflaschen rumliegen. Ich glaube, das ist das erste Mal, dass ich die dann verwende. So, ich wollte, genau, das passt gerade so und auch wenn es nicht schön ist.
Ja. Teilweise muss man einfach wegschauen. Weiß passt am besten zum Heiler, auf jeden Fall. Aber pink, leuchtend, am besten dann noch. Nee, nee, nee. Das ist so gar nicht passend. Ist vielleicht was für einen Tank, ja, damit er schön die Aufmerksamkeit von anderen auf sich zieht. Und Aggro schön erzeugt. Sind. Nein, das sind nicht besser. Okay. Eine Stufe 5 Quest. Erlenbrunnen. Wie geht das denn? Da unten. Ah, das. Okay. Das gehört nicht zu dem. Da muss ich mich dann umziehen. Das ist die Frage, soll ich da jetzt hin? Nee, das lohnt eigentlich nicht. Kann ich später mal machen? Ich glaube, dann gehe ich mal in den Südwald. Ich glaube, da gab es noch entsprechende Quests. Die blau markierten? Die Plus-Quests oder welche meinst du? Weil ich sehe ansonsten keine blau markierten. Ich glaube, die sind, glaube ich. Also, die mache ich normalerweise auch. Die mit dem Plus dran. Die,
hier offen sind, das sind alles Klassenquests. Also die eben entweder eine neue Klasse freischalten oder einen Handwerksberuf. Das sind alles die Stufe 1. Und die lasse ich momentan mal noch offen, damit ich die bewusst dann machen kann. Wenn ich das eben will. Und ansonsten dürften fast keine frei, also da sein. Ah, eine Level 10 Quest. Sehr schön. Und da ist eine 7er. Ne? Die 7er nehmen wir doch auch noch mit. Das ist die 5er, die lassen wir mal. Das können wir dann vielleicht mit der nächsten Klasse machen. Vier Stück von denen, naja, das sollte machbar sein. Ja, der ist natürlich schon wieder da. Aber die verfolgen einen ja Gott sei Dank nicht lange. Dann wollen wir mal zu der 10er Quest. Okay. Tote leben länger. Ich lache gern, vor allem bei Spielen. Ich werde es mir merken.
Hört sich lustig an. Ja, sie haben teilweise schon richtig hübsche Ideen und alles nett gemacht. Und zum Teil tut es mir leid, dass ich die Questtexte auch einfach wegklicke, aber es ist teilweise auch einfach zu viel zu lesen für mich. Okay. Ja, nee, ich kenne die Teile nicht, von daher sagt mir das nichts weiter. Darf die Quest nicht abschließen, weil ich noch Level 9 bin. Ernsthaft, Leute. Okay. Ja, da haben sie sich scheinbar Mühe gegeben, das richtig einzubauen.
Nur wie er Laune hat. Gut. Ja, das ist natürlich cool. Okay, auch bei Bosskämpfen. Okay, der Fade wäre Geschichte. Ja, hört sich auf jeden Fall interessant an. Also. Ja, mit einem Schadenspunkt ist das dann aber eher mau. Ja, wenn er das dann nimmt, dann hat man natürlich wirklich Glück. Klar.
Ja, bloß hier werden sich die Schwerter dann natürlich nicht mehr so stark auswirken. Na, da muss man sich ja wirklich vor dem in Acht nehmen, wenn man Pech hat. Ja, immerhin etwas, wenn es vorhersehbar ist. Ansonsten wäre es ja auch etwas unfair. Okay. Haben Sie also doch einiges an Insidern für die Leute, die die anderen Teile kennen, eingebaut? Ist ja nett. Ja, also finde ich immer gut sowas.
Ja. Darauf hätte ich jetzt gut verzichten können, dass die beiden Edden. Ja, normalerweise gehe ich aus den Teilen auch raus, bloß teilweise habe ich mir jetzt hier gesagt, so, ja, lohnt nicht. Ja, Dart natürlich schon. Bloß bei den normalen Mobs hier teilweise lohnt sich's nicht. Ach ja. Das war einfach zu viel.
Oh. Wo gehen wir denn ungefähr hin? Was fehlt noch? Reparatur, ja, das ist, glaube ich, mal wieder notwendig. So. Schauen wir mal, was hier los ist. Beide was? Und noch mal einer. Okay. Ja, dann kann ich mich mit der Umgegend ja schon mal bekannt machen. Oh. Okay. Ah ja, da edit was. Freiwillige vor. Ah, okay, dann sollte ich mal zurück. Ah, habe ich einen Quest, die ich abgeben kann. Und dann kann ich ja auch wieder Klassenquest machen. Das war ja.
Ja, jetzt darf ich die abgeben. Okay. Oh. Oben. Ja klar. Am Anfang soll es ja auch noch nicht lange dauern, da soll ja alles flott gehen. Später sind die Leute schon dran gewöhnt und ja. Dass das immer länger braucht, ist normal. Ja, ich mache immer eins nach dem anderen momentan. Ansonsten verzettel ich mich noch. Als alter Mann kann mir nicht so viel merken. Ja, da. Ja, erst muss man Kaffee holen, dann muss man ihn wegbringen. Das ist völlig normal.
Na, ich sehe schon, da kann man mit den Heilspells aber schnell out of Mana gehen. Ja klar, der hat ja auch einen Verbrauch, der ist ja widerlich. Sapperlot. Wie viel heilt der denn? 300? 450? Okay. Lohnt sich schon, aber wirklich nur für Gruppen. Ansonsten etwas teuer. So. Ich bin ja schon viel zu weit. Hier muss ich doch her. Ganz nach oben. Naja. Ja, welcome back. So. Ja, wieder nach unten. Den ihr ernst? Wie oft soll ich jetzt da noch?
Wird schon schief gehen. Ja, da bin ich. Jo, wunderbar. Ja, und wieder nach unten. Ja, dann. Gehen wir mal zurück. So. Ja, also mit diesen Inhalten, davon habe ich nur gehört. Das ist ja Endcontent.
Ja, mit Sicherheit. Ja, wahrscheinlich sowas wie Palast der Toten, oder? Das habe ich mir gestern mal angeschaut. Da ist man ja auch mit Level 1 und fängt ganz neu an. Und so, also auch interessant gemacht. Naja, das schaut zumindest mal nicht ganz so aus wie ein Sack. Ah, okay. Also, ja, hört sich interessant an, Eureka. Aber bin ich noch etwas davon entfernt? Ich glaube, ich sollte das da nehmen. Morgen? Nee, bestimmt nicht. Okay. Einmal komplett rot jetzt. Ja, ich level lieber gemächlich und so und langsam. Da dauert das bestimmt bis übermorgen. Ja. Nee, aber morgen ist ja auch wieder Montag und Wochentag und da komme ich sowieso nicht groß dazu. Unter der Woche komme ich pro Tag vielleicht maximal 2 Stunden dazu und ja, da kommt man nicht weit. Aber das finde ich eigentlich auch gar nicht schlimm. Der Weg ist das Ziel. Honighof.
Efeuranken ist dann. Von hier. Okay. Ja, mit Add-ons anzufangen, ja, hat schon immer was, aber ich habe mich einfach auch nicht drum geschert, was kommt und habe einfach gemeint, ja, ich will das jetzt mal machen und ja. Ohne großen Plan, muss ich gestehen. Das ist wohl das MMO gewesen, das ich mit der wenigsten Vorbereitung angefangen habe. Ansonsten habe ich mich immer relativ lange eingelesen und so und diesmal einfach angefangen. Da oben, die brauche ich. Ja, die Sylphen. In der Main Quest habe ich mich mit denen ja schon angefreundet. Ja, also langweilig wird es mir, glaube ich, in dem Spiel in den nächsten Tagen nicht. Gibt so viel zu tun. Ja, Nebenquests gibt es massig noch. Die habe ich auch nicht alle gemacht. Ja. Eben damit ich auch mit anderen Klassen noch was habe. Ja. Und nicht alles mit einmal durchmache. Da habe ich doch
Genau. Euch hier brauche ich doch scheinbar. Ja, danke. Schauen wir mal, da müsste ja bald wieder einer da sein. In der Zwischenzeit wollte ich mal schauen. Ne, der hat keinen neuen Rang bisher. Okay. So. Das waren diese. Ja, noch drei Stück in der Gegend. Ja, das sind doch schon die nächsten. Drei Stück von denen. Naja, das geht. Den noch und dann müsste ich das mit denen auch wieder haben.
Oh. Die. Und da oben dann noch die. So. Ja, da haben wir auch schon die nächsten. Eieiei. Sehr schön. Gut, das war knapp. So, und ich sollte mal beiden tauschen. Nee, nicht die beiden. Die beiden. Genau. Das ist sinnvoller. So, vorne ist noch einer. Na also. Sehr schön. Das gehört dazu. Von euch will ich nichts. Okay. Auch schon wieder ein Fade-Bereich. Ja, die sind mir aber.
Irgendwie glaube ich nicht, dass ich da gerade richtig bin. Ah, genau, das gehört zur Prompterlichtung schon dazu. Und das ist für die Klasse hier etwas zu hoch. Aber eine Wolfswilderin sollte ich ja finden können. Vielleicht. Okay, was immer das hier ist. Ja, du siehst da deutlich mehr als ich. Ja, das Auto. Über das habe ich mich schon ein paar Mal gewundert. Das sieht man öfter. Ich mache einfach hier jetzt ein paar. Ja, dann darfst du dich ja wohl als Experten bezeichnen. Vor allem im Gegensatz zu mir.
Ja, im Gegensatz zu mir auf jeden Fall Experte. Ich kenne mich da ja gar nicht aus. Aber ich bin wohl auch nicht maßgeblich dabei. Jemanden, der so wenig über Final Fantasy weiß wie ich, den muss man erstmal finden. Na, der Fate könnte ja sogar was werden. Ja, sehr schön.
Beseitige die Imps, ja. Wenn ich welche sehe, da. Ja, bisher schaust du auch noch halbwegs gut aus. Ja, sehr gut. Gefällt mir. Okay. Der Mitstreiter levelt wirklich langsam. So, aber ich glaube, ja, genau. Ich mache jetzt dann so langsam mal Schluss. Kurz nach 11. Ich habe einiges geschafft. Hab mir den Druiden etwas angesehen. Boah, was für ein hässliches Set. Okay. Ja, hab mir den Druiden etwas angesehen. Spielt sich auch nicht schlecht. Allerdings auch wieder komplett anders, muss ich sagen. Ja. Und ich werde mich jetzt mal um mein Mittagessen kümmern. Das wird nämlich so langsam auch wieder notwendig.
Und ja. Alles auch repariert. Dann nehme ich mir jetzt ein Gästezimmer. So. Ich hoffe, euch hat es Spaß gemacht. Mir hat es sehr gefallen mit euch. Ja, ich werde wahrscheinlich heute Nachmittag wieder streamen und etwas spielen. Ja, mal schauen, was ich mache. Vielleicht schaue ich mir dann mal das Handwerken etwas genauer an. Mal schauen. Ich weiß es noch nicht genau. Ja. Ich wünsche euch auf jeden Fall bis dahin einen schönen Tag. Macht's gut.